Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Hier waren wir noch nicht drin. Fällt mir gerade so auf. Und ich kann mich hier... Irgendwann kriegst du noch mal Ärger. Ja, das kann schon sein, aber nicht von dir. Wow. Kompliziertes Schloss. Haben wir sonst noch was ich hier mitgehen lassen kann? Nee. Joch, Hosse! Hey, sowas kannst du doch nicht machen! Nee, kann ich auch nicht, aber ich tu's trotzdem. Hey, was willst du hier? Ich will dich beklauen! Raus aus meiner Küche! Wenn du mich voll quatschst, brenn mir nur die Kartoffeln an! Oh, das hat sich gerade erledigt. Was wolltest du? War das hier Osorios Küche? Ganz richtig, das war sie. Er wurde dabei erwischt, wie er dem Kommandanten in die Suppe gespuckt hat. Oh! Der sollte sich hier besser nicht mehr blicken lassen. Bist du Koch? Ich bin bestimmt kein Koch, verdammte Kacke! Was machst du denn hier in der Küche? Irgendwer muss ja dafür sorgen, dass die feinen Herren ihr Essen und Trinken bekommen. Ich hab mich wohl nicht besonders schlau angestellt, als entschieden wurde, wer der neue Koch ist. Soll sich bloß keiner beschweren, dass mein Essen nicht schmeckt. Ich streck die Pampe schon mit allem, was ich finden kann, damit es für jeden reicht. Keine Ahnung, wie Osorio das damals hingekriegt hat. Dafür bin ich nicht... Die Leute mögen dein Essen nicht. Kannst du mir was beibringen? Kommt darauf. Mut antrinken lernen. Schmerztöter. Fußel spürst gar nicht selbst, zumindest für eine Zeit. Eine sehr lange Zeit. Verdoppelt die Wirkungsdauer von Schmerztöter. Medikus lernen. Solange ich noch bluten kann, lebe ich noch. Das gilt für dich noch stärker als für die anderen Menschen. Dein Blutwert steigt um 10 pro Stufe. Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Alles klar. Gut. Ach so, okay. Ah, ich verstehe. Fleischfresser lernen. Heile dich durch das Essen von rohem Fleisch. Das interessiert mich jetzt eher weniger. Lass uns handeln. Von mir? Rumzucker. Bloody Mary. Was heilt rum? 75 und Bloody Mary halt 100. Fusel 25, okay. Glücksbringer. Kritische Treffer 5, kugelsicher, Alchemie plus 10. Das ist nicht so. Machete! Machete, Eisenerz. Was steht da? Eisenerzmesser. Was kann man denn daraus machen? Ach so, das ist ein Rohling. Ja gut, das interessiert mich jetzt noch nicht. Die Leute mögen dann Essen nicht. Die Leute. Es sagt ja keiner so direkt, aber wenn ich mein Essen schon nicht mag. Ich bin Soldat, verdammte Scheiße. Ich sollte Leute erschießen und nicht kochen. Lass mich jetzt weitermachen. Ich muss Roquefort seinen Wein warm machen. Warmer Wein? Da kann ich auch gleich mehr Wasser trinken. Da hat man mehr Spaß dran. Ich weiß, aber er mag ihn so und ich werde den Teufel tun, ihn unglücklich zu machen. Gut. So. Einschüchtern. Scheint wichtig zu sein. Wo ist das? Bei Härte? Nee. Fingerfertigkeiten? Nee. Magie? Einfluss ist es. Boah, das kostet so viel. Nee. Das ist mir noch zu doof. Warum habe ich das eigentlich geskillt? List? Brauche ich überhaupt nicht. Egal, Härte können wir auf jeden Fall auch skillen. Jawohl. Okay, dann können wir hier wieder rausgehen. Mehr gibt es hier nicht für uns. Vom Brennen verstehe ich nichts. Ja, das ist mir schon klar, dass du vom Brennen nichts verstehst. Aber ich wollte eigentlich auch zu dem Typen, der hier raus wollte. Mach hier keine Dummheiten. Hier soll ein Versetzungsschreiben. Du bist doch wahnsinnig. Ich meine, danke, Mann. Keine Ursache. Wann wirst du die Insel verlassen? Ach, jetzt, wo ich das Schreiben in der Tasche habe, kann das wahr. Lol. Die Gewissheit zu haben, dass ich abhauen kann, reicht mir völlig. Und so wie es da draußen aussieht, bin ich hier wohl eh besser aufgehoben. Naja, okay. Was möchtest du? Hat uns aber nichts dabei, was ich unbedingt brauche. Nö. Okay, alles klar. Dann haben wir ab von hier. Please.
Ruhen wir uns mal aus bis zum nächsten Morgen. Verflucht, was soll das werden? Nein! Seelenstaub. Okay, das ist nicht lustig. Wenn du klauen willst, ach, geh woanders hin. Mein Schädel. Schon wieder ein Albtraum? Es wird ich immer kann schlimmer. Langfinger nicht ausstehen, ich kann verstanden? Das Schattenreich förmlich riechen. Wenn du weiter so auffällig bist, wirst du nicht besonders alt. Alter. Denk nicht mal dran. Ich sehe sofort, wenn du was klaust. Komm schon, geh raus. Mann, ich will da drin was klauen, nervt mich nicht. Und jetzt geht die Nachtwache rein, ne? Du willst doch hier nichts klauen. Das ist blöd. Solange du hier bist, werde ich dich beobachten. Weißt du, ich habe ihn gesagt. Ja, das ist unwichtig. Wir haben den Quest schon gelöst. Der hat mir nur irgendwas von Diego erzählt. Okay. Gut, kommen wir später wieder zurück, wenn wir schleichen können. Das hat keinen Sinn. Das kostet jetzt nur unnötig viel Zeit und einmal schleichen lernen und wir können alles ausräumen, was wir wollen. Dann kriegen wir endlich Gold und können auch alle nutzlosen Skills im Spiel lernen. Und hier habe ich schon wieder was übersehen. Das ist doch scheiße. Okay. Okay, gut. Dann würde ich sagen, zurück zum Schiff und dann suchen wir uns eine neue Insel. Schiff. Schaluppe, da war ja was, ne? Wir haben ja kein richtiges Schiff. Kann ich dem jetzt noch irgendwie sagen, hey, ich habe deinen Chef hier angeschwindelt? Oh, ne, kann man nicht, okay. Vielleicht noch eine dritte Belohnung einheimsen. Man wird gierig in so einem Spiel. So, dann schauen wir mal. Ah ja. Hier liegt dann noch jede Menge Zeug rum. Das werde ich mir jetzt alles einheimsen. Alles meins. Die anderen können ja eh nichts damit anfangen. So, Goldklee. Wenn ich nur wüsste, für was das ganze Zeug gut ist. Du solltest mir nicht den Rücken zukehren, das ist nicht gesund für dich. Ja klar, und dann kann er sich innerhalb von einer Zehntelsekunde um 180 Grad umdrehen. So. Auf Wiedersehen, Warzenschwein. Ich hab's richtig gesagt, ich hab Warzenschwein und nicht Wildschwein gesagt. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so stolz auf mich. Gut. Sonst denn noch irgendwas zu plündern, zu looten, irgendwelche geheimen Schätze, Geheimwege oder sonstige schöne Sachen, die das Leben schöner machen? Nee, na gut, dann nicht. Wir könnten mal einen Teleporter aktivieren. Ich bin mir noch nicht sicher, welchen. Ich würde mal sagen, den hier. Aktivieren wir mal irgendeinen. Teleport schon einsetzen. Geht doch. Aha. Epic Scene. Ja. Die Bots aktivieren auf der Insel. Auf der Insel. Ach so, ich kann. Ach so. Das ist ja voll blöd. Ich dachte irgendwie, das funktioniert anders. Ah, ich bin in Puerto Sacrico gewesen. Ich. Und? Was für Neuigkeiten hast du im Gepäck? Da herrscht militärischer Drill und Untergangsstimmung. Mann, denen geht wohl auch so langsam die Muffe, was? Ja, aber sonst hast du nicht viel verpasst. Dennoch danke, dass du mir davon berichtet hast. Noch ein Tipp für dich. Ist die Lage auch noch so beschissen, sauf sie dir schön und die Welt ist in Ordnung. Das habe ich schon perfektioniert, bevor ich das Spiel gespielt habe. Meißel, Hammer. Ich weiß immer noch nicht, was diese blöden Schriftrollen bringen. Ich habe aber irgendwo eine. Ist das bei Plunder dabei? Würfel, Bauplan, Bauplan. Das sind lauter Baupläne. Um die kümmern wir uns ein anderes Mal. Auge, Kralle, schwarze Rubin. Altes Wissen. Wenn ich wüsste, was ich mit dem Schmarrn anfangen kann.
gar nichts. Ich kann damit nichts machen. Ist das Wissen der Altvorderen aufgezeichnet. Sie wirkt sehr alt und bringt viele Geheimnisse, die nur darauf warten, entschlüsselt zu werden. Hm. Ich kann damit nichts tun. Haben wir noch irgendwo Muscheln, die ich vielleicht noch öffnen kann? Bei Plunder sind die dabei, soweit ich weiß. Müssen wir nicht so lange suchen. Und da sind 49. Geschafft, geschafft. Na also, wer sagt's? Ich hatte vorher, glaube ich, 10 Perlen. Wer sagt's denn? Na also, geschafft. Wer sagt's denn? Ja, jetzt haben wir 20. Ja, gut, so viel sind die auch nicht wert. Na gut. Was hat die Truhe da drin nochmal für ein Skill gehabt? Ich glaube, mehr als 90 oder so hat sie gehabt. 110. Das ist zu kompliziert für mich. Nee, nee. Das ist nichts für mich. Na gut, dann war es das erstmal von dieser Insel. Autsch. Was ist das hier? Was ist das hier? Warum steckt da eine Fahne drin? Hallo? War das das Ding, was ich letztens ausheben wollte, wo er gesagt hat, keine Zeit? Bin mir nicht sicher. War es das oder nicht? Oder war das hier drin? Nee, das war hier drin. Was war dann das andere? Hebst du es jetzt auf oder aus oder hast du immer noch keine Zeit? Hm, ich habe gerade keine Zeit. Ja, natürlich. Und jetzt steht da, das Schloss ist zu kompliziert. Ach so, ich hatte vorher noch das ganze Problem mit den Perlen. Na gut, das war's. Das war's von dieser Insel, beziehungsweise war es natürlich noch nicht von dieser Insel, aber ich möchte mich erstmal auf einer anderen Insel umsehen. Und dazu gehen wir jetzt erstmal an Bord. Falls das irgendwie möglich ist. Bitte, danke. Ach, hier war die Leiter auf der anderen Seite. Ich hätte doch einfach auf das Schiff am Ufer nehmen können, aber man macht es ja gerne kompliziert, ne? Na gut, dann segeln wir mal Richtung... Wohin segeln wir dann als nächstes? Ich glaube, als nächstes gehe ich mal nach Antigua, weil ich einfach Patty kennenlernen möchte. Ja, ich möchte nach Antigua. Ich möchte einfach zu Patty und ihr sagen, hey, du alte Schabracke, ich bin noch am Leben, gib mir all mein Zeug zurück. Weil die hat ja bestimmt mein Zeug mitgenommen. Bones verlässt die Gruppe. Quest abgebrochen, Diefegos Leiche. Was? Bei wem hätte ich denn die Quest abgeben sollen? Komm mal mit, du mit Bones. Komm, klar. Und dann, ja gut, das hier ist relativ klein und da oben ist schon wieder so ein Totenkopf-Scheiß. Na gut, gehen wir erstmal hier an Land. Ich glaube, ich hatte auch in Erinnerung, dass es relativ klein war. Deswegen habe ich das auch als nächstes gewählt. Weil danach werde ich mich auf eine Insel begeben, wo eine der Gilden sind. Zumindest wo ich eine weiß. Und zwar ist das Taranis. Oh, ich dachte jetzt schon, es kommt ein Riesenviech, wie sich das angehört hat. Dabei ist es nur so ein kleiner Sandteufel. Na komm her. So, du bist dort. Okay, gut. Ne, hier ist noch eine Muschel und dann war's das. Okay. Ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Hier war ja, glaube ich... Ah, da vorne ist schon wieder so ein Pisser. Mit glänzender Rüstung. Aha, interessant. Was bist denn du für ein Chaot? So, sammeln wir ja trotzdem erstmal das Zeug am Strand auf. Aus deiner Haut macht's mir... Natürlich. Natürlich, Sandteufel. Aber du hast keine Chance gegen mich. Natürlich nicht, weil wir auch zu zweit sind. So, jetzt können wir davor gehen. Allerdings nicht mehr in diesem Part. Das gönnen wir uns dann doch erst im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Risen 3. Moment! Da liegt was! So!
Gut, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann und ciao, ciao, euer Blacky.